Schlüssel habe ich jetzt bekommen. Sie rennt hier gerade schon mal vor, irgendwie um zum Zimmer zu gehen. Mein Gepäck wird auch nicht getragen, was ich jetzt auch nicht grundsätzlich erwarte, aber das war ja bisher irgendwie schon eher der Fall, dass man das mir abgenommen hat. Jetzt kriegt man hier auch schon mal so einen kleinen Einblick in diese kleinen Hütten. Mal gucken. Sie geht ja auch schon so ganz straight darauf zu. Wahrscheinlich ist es hier dann sogar. Und das ist jetzt eine Hütte. Oh Gott, direkt am Fluss. Na super, hier sind ja tausend Moskitos. Für 25 Euro die Nacht inklusive Frühstück. Mit Klimaanlage. Das sieht aber süß aus. Und, aber das ist wieder so wirklich dieser Verschnitt, wie wir es in Dingens hatten, auf Koh Tao. Okay, thank you. Und sie haut einfach ab, ohne was zu sagen. Ist ja auch geil. So, jetzt sind wir hier in dieser Hütte. Ich zeig das mal. Oh mein Gott, ist das warm. Wieder mit diesem Netz. Das sieht mit diesem Handy halt einfach so schlecht. Jetzt ist hier ein Bad irgendwie mit Open-Air-Dusche. Ich bin mal gespannt. Tatsache, das ist eine Open-Air-Dusche. Weiß jetzt nicht, wo jetzt hier das Licht angeht. Auf jeden Fall ist das Dach offen. Dusche und Toilette. Also das ist ja ganz cool. Und auch ganz passend, ich meine für 25 Euro inklusive Frühstück, echt der Hammer. Und hier wirklich auch mit Terrasse und wenn man so will, auch tatsächlich mit Wasserblick, was man ja immer gern möchte. Nur, oh mein Gott, die Moskitos werden mich auffressen. Ich habe jetzt schon so viele Stiche. Ich habe ein ganz klein wenig Sorge, oh mein Gott. Aber naja, jetzt kommen wir hier erstmal an. Und erstmal Gepäck loswerden und dann erstmal zum Strand und ins Wasser ein bisschen, endlich ein bisschen schwimmen. Es ist so unglaublich warm. Aber herzlich willkommen auf Koh Samui. Juhu.